Hallo zusammen! Heute eine kurze Nachlese zum letzten Rocket-Video. Da gab es ein sehr interessantes Spiel. Weil ich allerdings live kommentiert habe, blieb die Analyse natürlich erstmal etwas oberflächlich. Zu diesem Spiel habe ich ziemlich harsch formulierte Kritik auch bekommen. Ich habe sie hier mal aufgelegt vom Skattax im Spiel 4. Gemeint ist tatsächlich Spiel 5. Gegenspiel zum einfachen Karo hast du leider einen Spielfehler eingebaut, dadurch habt ihr das Karo-Spiel nicht umgebogen. Nach drittens Herz Ass muss viertens Kreuz 7 kommen, fett gedruckt, Ausrufezeichen. Mit viertens Pik Lusche wurde die Chance vertan, freundliche Grüße. Der Skattax ist sich da also seiner Sache sehr sicher, und so eine Kritik nehme ich erstens gerne an. Zweitens sah das Spiel in der Tat sehr holprig aus, was wir da fabriziert haben. Deswegen habe ich natürlich auch sowieso mich sofort selbst gefragt, was da passiert ist, und das können wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Es geht also um das fünfte Spiel des letzten Rocket-Videos. Vorhand Spieler übrigens Hollywood, der Mann mit den Eiern in der Hose, hat auch hier in diesem Spiel schon gezeigt, dass er den Überblick hat und eine Karte gut zu stellen weiß. Spielt hier bei 18 Karo, hat das Spiel eröffnet mit dem Karo Buben. Von meinem Partner fiel die Karo 8, das war meine Karte. Logischerweise mit den vier starken Trümpfen habe ich jetzt bei zwei Augen noch nicht angebissen, sondern bin erstmal untergeblieben. Das ist, denke ich, unstrittig, dass das der beste Zug war. Es ging weiter mit Pik Buben von meinem Partner, das Pik Ass, hat mich natürlich verpflichtet, den Kreuz Buben rauszunehmen. Und ich denke, ich habe es auch direkt gesagt, so richtig glücklich war ich nicht, dass mein Partner so schnell schon gewimmelt hat, denn die Endspieltheorie Trumpfgabel, ich habe jetzt schon so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Trumpf Ass hier in Gefahr kommen kann. Allerdings natürlich habe ich nur 4 Trumpf gehabt, der Alleinspieler 6 Trumpf. Das heißt, er muss erstmal zwei überzählige Trümpfe verstechen, damit er später Jagd auf meinen Trumpf Ass machen kann. Das ist gar nicht so leicht, aber ich habe es schon im Hinterkopf und muss versuchen, das natürlich zu verhindern. Weitere Überlegungen nach diesem ersten 15-Augen-Stich, wo mir jetzt ja bekannt ist, es ist ein 6 Trümpfer. Die Arbeitshypothese gegen den Sechstrümpfer lautet erstmal, der Alleinspieler hat noch einen Drilling an der Seite und eine einzelne Karte, das ist die häufigste Konstellation. Pik scheint die Stärke meines Partners zu sein, also hat der Alleinspieler vielleicht das Kreuz Ass zu dritt und eine Lusche in Pik oder Herz. Oder er hat auch vielleicht natürlich sowas wie das Kreuz Ass blank und dann irgendwo noch ein Drilling, zum Beispiel Herz 10 zu dritt. Dann allerdings hätte ich eher erwartet, dass mein Partner mir auf den nächsten Buben erstmal seine blanke Herz-Lusche oder so abschmeißt. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt letztlich dann doch ins Herz-Ass gegriffen habe. Erstmal in der Hoffnung, die blanke Lusche, die ich da erwarte, zu treffen. Zweitens mit der Überlegung, wenn der Alleinspieler Herz nicht bedient, dann werde ich das Herz-Ass wahrscheinlich sowieso nicht los. Und drittens eben mit der Hoffnung, dass ich damit nicht gerade dem Alleinspieler die 10 zu dritt hochspiele, weil mein Partner dann hoffentlich anders abgeworfen hätte. Nun war ich trotzdem natürlich sehr erleichtert, dass tatsächlich der Alleinspieler bedienen muss und sich hier nicht Trumpf kurz stechen kann. Und vor allen Dingen, es fällt auch noch die Herz 10 von meinem Partner, womit natürlich auch klar ist, es ist nicht der Drilling Herz beim Alleinspieler, denn dann hätte mein Partner die blanke Herz 10 sicher als erstes auf Trumpf gelegt. Wir haben jetzt also 36 Augen und ich bin jetzt ziemlich sicher, dass wir das Spiel auch schlagen werden. Wenn der Alleinspieler tatsächlich Kreuz Ass zu dritt dabei hat, kann er sich jetzt auch nicht mehr wehren, egal ob ich Herz oder Pik rausspiele, weil er eben es nicht schaffen kann, zweimal Trumpf zu verstechen und dann meinen Trumpf Ass anzugreifen. Jetzt nochmal der Kommentar vom Skattax. Nach drittens Herz Ass, also genau jetzt, muss viertens Kreuz 7 kommen. Und da sage ich natürlich nein, das ist eine absolute No-Go-Karte. Denn typischerweise kann man dem Alleinspieler ja auch zutrauen, dass er eben jetzt Kreuz Ass, König Dame oder Kreuz Ass, König Lusche noch dabei hat. Und dann könnte er hier einfach auf die Kreuz 7 schnippeln mit dem König, würde er natürlich auch ganz sicher machen, wo er hier gegen 4 Trumpf spielt und wir schon 36 Augen liegen haben, sonst kann er ja gar nicht mehr gewinnen. Er schnippelt also, spielt Trumpf von oben, spielt Trumpf von unten, kriegen wir noch Pik 10, Karo Ass 57. Das wäre ja wohl ziemlich dusselig, also Kreuz 7 deckt vielleicht im konkreten Fall die Verteilung ab, aber bei weitem nicht alle Verteilungen und auch nicht die wahrscheinlichen Verteilungen. Also Skattax Contra, das war nicht korrekt. Ich denke aber, die einzige Überlegung ist jetzt hier Herz fortzusetzen oder Pik. Und dann kommt es eben so ein bisschen drauf an, wenn der Alleinspieler nicht das Kreuz Ass zu dritt hat, sondern eben schwächer aufgestellt ist. So wie im konkreten Fall, dass er drei Zwillinge neben seinen sechs Trumpf hatte, Kreuz Ass Lusche, Herz Doppellusche und auch zwei Piken, die er gedrückt hat,
dann muss man eben sich auch überlegen, wie hat er wohl diese Karte gedrückt? Und da kann er auch auf die Idee kommen, ein Herzbild zu drücken und ein Pikbild, was ich ja nicht wissen kann, oder Pik 10 und ein Herzbild oder Pik 10 und eine Herzlusche. Also ob er jetzt noch eine Herzlusche dabei hat oder eine Piklusche, das ist ein Stück weit spekulativ oder sogar Herzkönig. Und deswegen sage ich jetzt mal, diese Entscheidung, die ist nicht ganz einfach zu treffen. Im Nachhinein, so wie es jetzt lief, wäre es natürlich besser gewesen, ich hätte direkt Herz weitergespielt. Dann hätten wir das Spiel gewonnen, dann kann mein Partner da auch nichts falsch machen. Habe ich aber nicht, ich habe mich hier jetzt für Pik entschieden, was natürlich jetzt einerseits die Karte klärt, der Alleinspieler konnte nämlich stechen, aber andererseits ihm jetzt diese Kombination ermöglicht, weil er eben noch die Herz-Rausspielkarte hat, kommt er hier das erste Mal vom Stich, hat sich also schon einen Trumpf kürzer gestochen und wir haben jetzt erst 43 Augen. Es ist eben auch klar, dass er jetzt nur zwei Kreuz haben kann, wo er kein Pik hat und zwei Herz. Also Kreuz Ass König oder Ass Bild. Auf jeden Fall noch eine weitere Karte außer dem Kreuz Ass. Und jetzt ist es eben eminent wichtig, dass mein Partner diese Verteilung erkennt und die Trumpffolge, die Beikartenzüge legen eigentlich diesen Schluss nahe. Deswegen darf er auf keinen Fall dem Alleinspieler jetzt erlauben, noch ein weiteres Mal zu stechen, sondern er muss zwingend aus seinem Drilling Kreuzer öffnen. Selbst wenn er damit meine Kreuz 10 hier kaputt spielt, ist das kein Problem. Wir haben ja schon über 40 liegen und er kann dann seinen Trumpf, seine Pik 10 auf mein Trumpf Ass versenken und das Spiel ist ganz einfach geschlagen. Das hat er allerdings nicht erkannt, sondern spielt eben genau den Pik König und damit war das Spiel für uns jetzt schon nicht mehr zu lösen. Ich habe das gleich erkannt, dass mein Trumpf Ass jetzt wirklich in Gefahr kommt und dass vielleicht der beste Weg für uns noch ist, direkt die Kreuz 10 blank zu schmeißen. Ihr habt euch vielleicht gefragt, was macht denn der Idiot da? Warum wirft er nicht Herz 7 ab? Nun, wenn ich Herz 7 abschmeiße, sticht der Alleinspieler mit dem Trumpf König, spielt dann Kreuz Ass und dann Kreuz Klein raus, was immer er als zweite Kreuzkarte hat. Das kann ich natürlich auch noch wieder versuchen zu kontern, indem ich auf das Kreuz Ass direkt die Kreuz 10 lege, aber es bleibt das Problem, was wir hier in diesem Spiel auch gesehen haben. Wenn mein Partner dann den Kreuz König hat und mit diesem Stich rankommt, dann muss zu den letzten beiden Stichen mein Partner antreten und ich habe eben noch Kreuz 9, Karo 9 Ass gegen Karo Dame, Herz Bube, mache also keinen Stich mehr. Das wollte ich mir also so nicht anschauen, dann lieber das eine Auge mehr mitnehmen mit dem Trumpf Ass und hier den Kreuzstich direkt aufgeben. Alleinspieler hat trotzdem natürlich erwartungsgemäß gestochen, zog jetzt das Kreuz Ass. An der Stelle ist es ein Stück weit natürlich auch eine Zufälligkeit. Wenn mein Partner hier die kleinste Kreuzlusche in der Hand hält, also die Kreuz 8, dann kann er das Elend jetzt immer noch verhindern, indem er jetzt eine hohe Kreuzkarte legt und danach die rausgespielte Kreuzkarte unterbietet. Ich glaube aber nicht, dass er es getan hätte, dass er das erkannt hätte, selbst wenn er die Kreuz 8 gehabt hätte. Er musste aber tatsächlich die Kreuz 9 legen, weil er 9 Dame König hat, das heißt, es war ohnehin nicht mehr zu reparieren. Und jetzt wäre es für uns natürlich auch noch geglückt, wenn die Kreuzkarte unter dem Ass die Kreuz Dame gewesen wäre, aber tatsächlich war es eben hier die Kreuz Lusche. Und deswegen konnten wir jetzt tatsächlich mit diesem Einstich das Spiel nicht gewinnen, sind hier nur auf 58 Augen gekommen. Also ein sehr schöner Vortrag von Hollywood, ein super Beispiel, wie die Trumpfgabel funktioniert. Ich verlinke euch unten mal andere Videos, wo ich diese Theorie schon einmal aufgezeigt habe. Ich ahnte also hier schon, was auf mich zukommen kann. Trotzdem im Gegenspiel ist es nicht so leicht zu verhindern, insbesondere weil du eben auch mit deinem Partner zusammenspielst und wenn der dann die Stechfarbe spielt, dann kannst du manchmal eben nichts machen. Ich muss mich hier fragen, ob die Pik Lusche besser war als Herz Dame Lusche und das sagte ich ja, ein bisschen Bauchgefühl kann andersrum auch so sein, dass nur die Piklusche das Spiel gewinnt. Den Stiefel ziehe ich mir also nicht an. Ich denke, korrekt gespielt, auch wenn es unglücklich aussah. Aber das ist eben die Schönheit beim Skat. Der Alleinspieler hat manchmal interessante Möglichkeiten, sich auch gegen so eine ungünstige Trumpfverteilung zu verteidigen. Nächste Woche gibt es kein Rocket-Video. Ich bin unterwegs. Dann empfehle ich euch in der Zeit schon mal diese Trumpfgabel-Videos nochmal anzuschauen. Da könnt ihr eine Menge mitnehmen. Bleibt ansonsten gesund, macht es gut und wie immer, gut Blatt!